So, wir befinden uns jetzt hier vorm Spielsaal, wo alle Spieler motiviert zur Runde gehen und ihre Partie spielen wollen. Die Schiedsrichter kontrollieren hier beim Einlass die Namensschilder, weil man ohne Namensschild gar nicht reinkommt. Also man sollte gut auf sein Namensschild aufpassen. Und dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal rein. So, wir sind jetzt hier im Turniersaal. Hier sieht man zum Beispiel auch fleißig die Dele-Leiter Süßigkeiten verteilen. Und genau, die Spieler suchen ihre Bretter. Wir haben hier alle Altersklassen. Die Jüngeren spielen eher auf der linken Seite, die Älteren auf der rechten Seite. Und dann gehen wir einfach mal bei den Altersklassen vorbei. Okay, so, wir sind jetzt hier auf der linken Seite des Spielsaals, wo die jüngeren Altersklassen spielen, die U10W, die U10, die U12 und U12W. Und genau, an der Wand sieht man noch alle Landesflaggen, die beim Einmarsch am ersten Abend benutzt wurden. Zum Beispiel die Flagge von Hamburg. Und genau, auf der rechten Seite sehen wir noch die ganze Technik, die organisiert wird, weil wir haben dieses Jahr sehr viele DGT-Bretter. Also es wird so gut wie jedes Brett übertragen, was natürlich auch für die Zuschauer angenehm macht, weil sie dann nicht immer an den Spielsaal laufen müssen, sondern einfach im Internet bequem vielleicht auch von zu Hause die Partien angucken können. Genau, ja. Dann gehen wir mal weiter zu den Älteren auf der rechten Seite des Spielsaals. So, hier sind wir jetzt auf der rechten Seite des Spielsaals, wo die Älteren spielen. Hier geht es dann ab der U14W los bis zur U18. Und genau, hier sind dann auch so die ersten Titelträger. In der U12 haben wir sogar auch einen Titelträger, aber hier sind dann die wirklich starken SpielerInnen. Und genau, zum Beispiel, wir sehen hier am Brett 1 bei der U18 Colin Kolboff mit sogar schon 2400 gegen Jonas Galasch. Da wird es nochmal spannend, wer das Turnier für sich entscheiden kann. Aber die Bretter da hinten sind auf jeden Fall knapp dran. Das wird auf jeden Fall noch ziemlich spannend. Genau. Und dann können wir noch in der Mitte vorbeischauen. Da spielt es Open. Da gibt es auch sehr viele spannende Partien zu sehen. So, hier sind wir jetzt im mittleren Gang des Turniersaals beim B-Open. Vorne im Turniersaal spielt das A-Open und das C-Open. Und die sind halt ja, in drei Spielstärken eingeteilt. Das C-Open geht bis 1500, das B-Open bis 1900 und das A-Open ist praktisch unbegrenzt. Da spielt sogar ein EM mit. Also dieses Jahr ist das auch sehr stark besetzt. Genau. Und dann gehen wir mal wieder raus aus dem Turniersaal. Ja, im Hintergrund hört man vielleicht einen Schachsong der DSJ, das ist Schwarz oder Weiß. Der ist eigentlich schon so gut wie Tradition jedes Jahr, dass das Lied abgespielt wird. Das ist auch so ein bisschen, ja, es motiviert eigentlich immer ganz gut. Es gibt auch einen gewissen Ohrwurm, manche finden es nervig, manche nicht. Ist auf jeden Fall sehr bekannt bei den Schachspielern. Dient vielleicht auch so ein bisschen als Rausschmeißerlied für die Betreuer, dass die Runde beginnt. Genau. Ja. Und deshalb gehen wir jetzt auch wieder raus aus dem Turniersaal. So, wir schauen dann jetzt mal bei der Turnierleitung vorbei. Hier sind die Schiedsrichter untergebracht. Da hinten sitzt der Harald. Das ist der Turnierleiter von unserem Turnier. Und ja, hier halten sich immer die Schiris auf, wenn gerade keine Runde ist und sie ihre Sachen organisieren und Listen ausdrucken. Hallo, genau. Hallo Harald. Ja, hier wird das Ganze fürs Turnier organisiert, genau. Dann schauen wir mal weiter zur Gesamtleitung. Da wird der Rest organisiert von dem Ganzen. Oh, die ist gerade zu. Da schauen wir mal rein. Hier ist gerade niemand drin, sonst sitzen hier immer der Finn, der Nico und der Niklas. Die sind die Gesamtleitung dieses Jahr. Und die, ja genau, die haben hier auch ein paar To-Dos, zum Beispiel Kaffeebeauftragung oder Gespräche mit den Dele-Leitern oder PSG-Sachen. Und hier werden genau alle Vorträge auch organisiert und alles. Und die Getränke werden hier auch gelagert. So, dann gehen wir jetzt mal in den Keller. Da ist das Öff-Team. Das sieht man nicht so oft, weil sie eben im Keller sind.
So. Hier ist das Öff-Team der DEM. Die sind zuständig für alle Posts und Videos, die gemacht werden und auch für die Flaschenpost, so heißt unsere Tageszeitung dieses Jahr. Und die Flaschenposts. Die Flaschenposts sind nämlich die Online-Geschichten. Genau. Ja, genau. Hier sieht man eine, da sind zum Beispiel auch Thema-Karten, wo die Thema in diversen Kategorien bewertet werden, aber auch Tagesberichte zu den Runden und zu den ganzen Freizeitangeboten. Genau, und wir sind auf jeden Fall sehr dankbar, dass wir das machen hier. Das ist eine Heidenarbeit, die sind immer sehr lange wach. Und ja, genau, haben auch viele Bildschirme, also es wird wirklich sehr viel gemacht. Gut, dann gehen wir wieder weiter. So, dann kommen wir jetzt hier zum Infopunkt. Hier sammeln sich alle Leute, die Fragen haben, und der Dominik und die Luise, die helfen dabei, die Fragen zu beantworten. Zum Beispiel, wenn ein Essensbändchen gerissen ist oder so, kommen die Leute auch hier hin, dann kriegen sie ein neues. Oder wenn irgendwelche Probleme mit den Namensschildern sind. Und Flyer liegen hier auch aus zu Veranstaltungen, zum Beispiel fürs DSJ Sommercamp. Genau. Also wenn man Fragen hat, dann ist das hier die Anlaufstelle. So, und dann gehen wir mal weiter in die Freizeithalle. Hier wird es ein bisschen lauter, weil hier sammeln sich alle, die gerade nicht eine Partie spielen. Und hier sieht man, hier gibt es dann Angebote wie zum Beispiel Tischtennis, was immer sehr beliebt ist. Wir haben auch einen Gartenschach. Jetzt gerade haben wir eine Parcours-Challenge, die der Lukas leitet. Ein Badmintonfeld haben wir, Tischkicker und diverse Gesellschaftsspiele und auch Bastel- und Malsachen für die jüngeren Kinder. Genau. So, hier haben wir den Außenbereich mit zwei Tennisplätzen und vier Tennisplätzen, aber bei zwei fehlt das Netz. Die werden dann dafür genutzt, um Fußball zu spielen, wie man sieht, oder Völkerball wird ja auch sehr oft gespielt, oder Wikingerschach, um mal eine andere Art von Schach zu spielen. Genau, und hier kann man sich auf jeden Fall immer gut bewegen, wenn man mal ein bisschen Auslauf braucht. Ist glaube ich ganz gut, wenn man den ganzen Tag am Brett sitzt, da braucht man ein bisschen Bewegung. So, dann gehen wir jetzt ins Foyer vor der Freizeithalle. Hier ist so ein kleiner Analysebereich, der wurde jetzt heute umgebaut fürs Simultan. Da durften die Teilnehmer dann gegen diverse GMs im Simultan spielen, wie zum Beispiel gegen Dimitri Kolas. Hier finden auch so Turniere wie die Familienmeisterschaft statt, das Blitzturnier oder auch das Tandemturnier. Und ja, ansonsten wird hier fleißig analysiert. So, hier haben wir den Verkauf, unseren Verkaufsstand. Hier kann man ganz viele DSJ-Artikel kaufen oder auch Schachbücher, wie zum Beispiel hier das Tigersprung, was glaube ich sehr bekannt ist. Und ja, noch diverse Accessoires. Und ja, wir können ja einmal rumgehen. Genau, ganz viele Sachen mit Chassis drauf, Turnbeutel, Rucksäcke, T-Shirts. Oder Chassis-Plüschtiere und eben Schachbücher mit ganz vielen Themen. Also man findet hier auf jeden Fall was. Und ja, das ist der Verkauf. Und jetzt gehen wir dann ins Hotel rüber, wo die ganzen Spieler und Betreuer untergebracht sind. So, wir sind jetzt hier am Eingang des Sauerlandstern-Hotels, in dem die DEM stattfindet. Dann schauen wir einfach mal rein. Hier ist die Rezeption, wo man auch hinkommen kann, wenn man irgendwelche Fragen zum Hotel hat. Und hier stehen immer ein paar Chassis rum, wo der Tagesplan aufgehängt ist. Und genau, hier im Hotel hält man sich eigentlich immer auf, wenn man gerade aufs Zimmer muss oder essen muss oder schlafen muss. Ja, genau. Dann gehen wir einfach mal weiter zum Essenssaal. Da sind bestimmt gerade einige am Essen. Genau, hier sehen wir noch die ganzen Teilnehmerlisten, Paarungen und Tabellen zu den einzelnen Runden und Altersklassen. Da können sich alle Spieler und Betreuer nochmal drüber informieren, wie es gerade steht. Genau. Und vorm Essen kann man da immer nochmal drauf gucken, wenn man gerade auf wen wartet oder so. So, hier ist dann der Essenssaal, wo alle zu den Essenszeiten hinkommen. Da gibt es dann diverse Gerichte und Nachtische, die man
die man essen kann. Genau. Und der Speisesaal ist auf jeden Fall immer prall gefüllt, wenn alle da sind. Da ist wirklich schwer, einen Platz zu finden, weil wir dieses Jahr wirklich sehr viele Leute hier haben, ungefähr 1700. Da ist das ganze Hotel voll. Und ja, da bildet sich auch immer eine lange Schlange zum Essen, da muss man immer schnell sein. Ja, dann gehen wir jetzt erstmal was essen, das klingt gut. So, das war unser DM-Rundgang. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da, unterstützt den Kanal und dann sehen wir uns nächstes Jahr wieder bei der DM. Ich freue mich schon.